Willkommen zu einer zufälligen Runde von Plants vs. Zombie Garden Warfare. Ich habe noch absolut keine einzige Runde im Garten Center hier gespielt. Bepflanze einen Garten und schütze ihn, bis Debbie Dave zurückkehrt. Erledige ihren Feind, bevor er deinen Teamkameraden plättert und werdet zum Lebensretter. Behalte deine Augen auf den Gretel, erledige den Nerv, den Zombie auf den Dächern. Okay. Der Boss-Modus. Was auch immer der Boss-Modus ist. Wir nehmen einfach mal die Erbsenkanone und legen mit der los. Chili-Bohnen! Jo, bis später. Dahin ist der Garten. Das ist auch ein Garten. Gut. Bepflanze einen Garten. Gib mehrere Gärten. Bepflanzen wir mal den hier einfach. Badum. Da stehen so voll viele Dinge rum. Okay. Wir wollen... Gott, was wollen wir denn hier? Eine MG-Erbse. Hier wollen wir ebenfalls eine MG-Erbse. Dann machen wir hier einfach mal so einen Erbsenwerfer. Erbsenwerfer. Und hier oben auch noch. Das muss dann erstmal reichen, bis ich mich ins Spiel ein bisschen eingefunden habe. Das haben wir verteilt. Ja, ja, schon klar. Check, check. Da kam ein bisschen Aim mit rechts. Ah, ich kann dann so 1 drücken. Okay. Wenn ich dann 1 drücke, werfe ich da so eine Chili-Bombe hin. Perfekte Welle! Was auch immer jetzt so perfekt an dieser Welle war. Ich weiß es nicht. Sie haben alle Kampfstriche. Hier sollte ja auf jeden Fall recht sicher sein bei den Zweien. Gift-Tisch. Na komm schon. Pling. Eine Heilblume. Hört sich lustig an. Kat muss unberührt bleiben. Schlage die Zombies zurück. Woo! Welle 3. Das war ein Flankenzombie. Oh Gott. Es gibt so kleine Rände rum. Dinger, die explodieren bestimmt. Okay, es ist wesentlich schwerer mit denen zu treffen, als ich dachte. Na?
das war knapp. Da hinten? Kommt hier rum. Nachladen! Puh, knapp. Nächste Welle geschafft. Na gut. Was haben wir hier noch so für Blümchen? Dann wär's mal hierbei. Hopp! Hopp, hopp, hopp. Ich dachte, Zombies könnten auch ohne Kopf. Aber ich glaube nicht. Sie haben meine Blume gekillt. Ihr Schweine! Oh, wir haben was freigeschaltet für den nächsten Spawn. Na wo, Bester? Was habt ihr, Diggi? Na komm, lauf schon. Lauf, 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 lauf. Hab ihn. Okay. Keine Pflanzen. Wisst ihr, wieso keine Pflanzen? Die Pflanze lebt, die Pflanze lebt. Ich hatte hier, glaube ich... Ah ja, genau. Die hier leben auch noch. Zombie-Ball-Spiel auch schon mal aktivieren. Er entscheidet, was für wen jetzt kommen. Brain. Brain. Also, irgendwelche Grabsteine und der Disco-Zombie. Es ist eine Bosswelle. Welle 5. Wir gucken einfach mal, was das jetzt genau so heißt für uns. Ein Grabstein ist aufgekaut. Wo denn? Was denn? Warum denn? Was heißt das für mich? Hier lohnt es sich auf jeden Fall zu zielen. So, gehen wir weiter. Da ist er, der Disco-Zombie. Irgendwas war da gerade mit Topfpflanzenbeschützung oder so, glaube ich. Das Ding müssen wir auf jeden Fall da hinten noch killen. Das ist gemein. Ha, getroffen. Okay, 41 Zombies hätten wir erledigt. Boss wird abgeschlossen, plus 250 Münzen. Wir haben ein bisschen was verloren. Die nächste Welle kommt in auch wieder ein paar Sekunden. Ja, läuft gut. Sieht so aus wie in den Trailern, also auch gut. Ich würde nur gerne wissen, was ich machen soll, sobald die Pflanzen von mir alle sind. Kann er ja kaum beschützt werden, die Pflanze. Das lohnt ja auch nicht.
Schade, dass das Hochschießen nichts bringt. Was bist du denn für ein Ding? Komm her! Er hat Blümchen getötet. Wieso greifen die mich eigentlich an? Ich bin doch nur eine kleine arme... arme, harmlose Blume. Das hätten wir auch geschafft. Gut. Dann. Erbsenkanone. Die hier dahin. Die dorthin. Die wieder dorthin. Gut. Man springt ja recht lustig. Blöd. Ich will erstmal diese Kanone hier. Die Kanone, sage ich schon. Das kleine Blümchen ein bisschen leveln. Ich glaube, das hat die ganz nötig. Gut geschossen. Wann kommt Dave eigentlich wieder zurück? Der Garten hat auch nur eine bestimmte Anzahl von Gesundheit. Okay, die interessieren sich auch mehr für die Blumen als für den Garten. Das ist schon mal recht gut. Ach so! Das Ding setzt hier einfach so einen Spawner hin. Okay. Fälle abgeschlossen. Gut, jetzt sind wir hier eine neue hin. Noch eine neue. Jetzt gebe ich es den. So, MG hier oben. Es gibt so ein paar Positionen, wo man echt MG hinsetzen sollte, zum Beispiel da oben. Stinkpelz. Glückstreffer. Hier oben hat man auch ein recht gutes Blickfeld. Reinschießen in die Masse. Na komm schon, so. Da. Mit dem Pylon. Blub, 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 blub. Abgeschlossen, kein Schaden im Garten. Bonusziel abgeschlossen. Perfekte Welle. Nächsten 14. So, wir haben keine Blume mehr verloren. Das heißt, wir wagen uns jetzt mal an eine ganz besondere Position. Okay. Das sind die All-Stars. Zombie-Held bezogen. Ah, okay, das sind Zombie-Helden. Ist ja auch schön zu wissen. Ja, du mit deiner Tür da. Geh mal weg. Na komm schon.
Lass dich umschießen. Na, wie viel hält er aus? Inzwischen gar nichts mehr. Nur inzwischen geben wir meine ersten Pflanzen aus. Gut, hier müssen wir auf jeden Fall Neues setzen. Was ist mit dem Verderben? Oh ja. Das sieht schon wieder so lustig aus. Dieses Mal definitiv früher das eine Dings da killen. Der Grab sein. Ui, das ist ja mal gar nicht gut für mich. Gut, erster Zombie kurz vorher gestoppt. Ein Grabstein ist aufgetaucht. Okay, den müsste ich jetzt eigentlich mal killen. Aber vorher kümmern wir uns um den verrückten Wissenschaftler. Jetzt weiß ich, was das für ein Ding ist. Gut. Schön, dass wir geredet haben. Mistviech. Kümmere dich um was anderes, nicht um mich. Ich bin voll uninteressant. Was? Der hat noch voll viele Leben. Gut. Brrr. Lässt du meine kleine Heal-Pflanze mal ruhe? Er hat sich schon umgehauen, verdammt. Das ist absolut nicht gut für mein Leben. Das allerdings auch nicht. Du Disco-Zombie. So. Ja, hier gerade so am Sterben. Mit mehreren geht das für dich auf jeden Fall dann auch definitiv leichter. Man spart auch mehr Blumen. So, hopp. Hopp. Fertig geschafft. Ich wollte jetzt eigentlich gerade zum Friedhof, aber gut. Dann verteidigt. Yay. Hast du meinen Oktopus gefunden? Ich esse gerade einen Käseklotz. Bin gleich da. Los zur Landezone. Definitiv so eine Heilblume. Was sollte man hier sonst hinhauen? Eine super Killerblume. Oh nein, sie guckt gar nicht glücklich. Guck dir das mal an. Yeah.
Na komm schon. Fetzig noch. Ich hätte definitiv länger in meinem Dings bleiben sollen. Ja, nee, du hast nichts verpasst, Derp. Nur, dass ich gerade eigentlich gekillt werde. Nein, K.O. Ja. Ganz auf Luft fehlgeschlagen, weil ich da nicht im Ziel stand. Nein, dafür habe ich mich wiederbelebt. Okay. Auf jeden Fall weiß ich nun, was los ist. Es gab etwa 5000 Münzen für diese Pui-Welle. Stickerladen. Für 5000 könnte man sich 5 Nachschub-Packs holen. Aber wollen wir mal gucken. Was ist denn in den ersten 5 drinne? Okay. Und dann haben wir den Sticker-Pack. Okay. Ja, erstmal gucken, was wir hier so drin haben. Eiserbsenkanone, okay. Und das letzte Pack. Nee, das vorletzte Pack der 5. Ein Schleimpilz. So, das hier ist jetzt das letzte. Also Wiederbelebung kriegt man auf jeden Fall en masse. Was ist denn... Das so später einmal ihnen helfen mindestens. Okay. Wollen wir mal gucken. Wir gucken einfach mal alles durch. Sterne überspringen. Eiskanone. Du hast passt. Okay. Gut. Die coole Statistik. Eigene Chaos 1, kritische Treffer 178, Münzen pro Minute 268. Ja. Gut. Ich bedanke mich, sage bis zum nächsten Mal bei Plants vs. Zombie Garden Mafia. Bis dahin. Tschüss.